Hallo, liebe Waagegeborenen und Waage-Aszendenten, ganz herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2017, Liebe und Leben im Jahr der Sonne. Ja, ihr Lieben, ihr seid weiterhin die Glückskinder des Kosmos, die Lieblingskinder des Kosmos, denn Glücksplanet Jupiter steht noch bis Oktober 2017 in eurem Zeichen und danach geht er in den Skorpion und damit in euer zweites Sonnenhaus, das ist das Geldhaus. Und das ist auch eine sehr schöne Position für Jupiter. Das heißt, die Glückssträhne hält noch eine Weile an. Im Zeichen Waage sind ja Liebe und Partnerschaft sowieso die Themen und außerdem Kunst und Schönheit. All das wird von Jupiter gehighlightet. Ihr werdet also auf eure Kosten kommen. Für Waage in fester Beziehung bedeutet das, sie sind natürlich super glücklich, wenn es harmoniert und wenn der Partner sie unterstützt. Und Waage Singles haben wunderbare Chancen auf spannende Flirts und neue Partnerschaften. Es gibt einige Spannungsaspekte, die da noch ein bisschen Störung reinbringen könnten. Das erläutere ich euch aber gleich. Vorher aber noch ein Hinweis. Ich habe zum Jahreshoroskop eine Verlosung für euch. Mehr dazu am Ende des Videos. Schauen wir jetzt in eure wichtigsten Konstellationen das Jahr über. Da ist natürlich zunächst die Konjunktion mit Jupiter noch bis Oktober 2017. Und das heißt, ihr erlebt den Höhepunkt eines 12-jährigen Zyklus mit Erfolg, Beliebtheit, Unterstützung und neuen Liebesbegegnungen. Am direktesten wirkt dieser Einfluss auf die Geburtstagskinder vom 6. bis 22. Oktober. Ja, und dann habt ihr ja den Einfluss des wilden Uranus, der für euch im Partnerhaus steht, in Kombination mit dem Quadrat zu Pluto und dann wieder Quadrat zu Jupiter. Also diese Spannung dieser drei Schwergewichte, die wirkt auch auf die Waagesonne ein. Und das ist sehr aufregend, kann aber auch ein paar Probleme mit sich bringen. Der elektrisierende Uranus sorgt nämlich dafür, dass ihr ein ungeheures Charisma habt und die unterschiedlichsten Leute euch toll finden und ihr sie auch. Das heißt also, es treffen auch sehr interessante Leute euch in eurem Leben und ihr entwickelt eine Begeisterung dafür. Das ist natürlich super für Singles. Das Problem ist die Qual der Wahl. Bestimmt könnt ihr euch vor Verehrerinnen und Verehrern kaum retten. Und das bringt euch in die unangenehme Situation, Entscheidungen treffen zu müssen. Und das ist ja sowieso nicht eure Stärke, ne? Und da müsst ihr darauf achten, denn wenn ihr zu lange zaudert und zögert, dann trifft vielleicht jemand anders für euch die Entscheidung und wendet sich ab, weil er oder sie denkt, ihr meint es sowieso nicht ernst. Und dann seid ihr geschockt, ja, nach dem Motto, wie kann denn jemand, dabei habt ihr noch zwei andere Eisen im Feuer oder so. Das müsst ihr natürlich dann auch verstehen. Denn ihr müsst ja auch die Gefühle der anderen, die da beteiligt sind, berücksichtigen. Aber zum Glück ist da ja noch Saturn und der steht günstig zur Waagesonne. Der steht überhaupt erstmal günstig zu dieser Spannungskonstellation und im Schützen auch gut zur Waagesonne, zumindest noch bis Ende Dezember. Und der kann euch helfen, wenn ihr bereit seid, die Spreu vom Weizen zu trennen und euch festzulegen. Ne? Denn ihr müsst halt auch an die anderen Beteiligten denken, die vielleicht meinen, ihr würdet mit ihren Gefühlen spielen. Da ist Reife gefragt und auch der Wille zum Verzicht. Wenn man sich für einen entscheidet, dann muss man eben auf jemand anders verzichten. Oder ihr verzichtet nicht, steht dann aber dazu. Also Mehrfachbeziehungen können tatsächlich eine Lösung sein, solange euch Uranus so stark beeinflusst. Dazu könnt ihr ja mal das Buch meiner Freundin Annette Meisel, Fünf Männer für mich lesen, die ist auch Waage, die hat es ausprobiert, ja. Aber in festen Beziehungen kann das natürlich auch zu Problemen führen, denn ihr begegnet vielleicht auch noch anderen Leuten, die euch toll finden, seid aber in einer festen Beziehung und findet dann den festen Partner vielleicht langweilig. Da wäre es dann eine gute Idee, gemeinsam mit eurem Schatz was Neues auszuprobieren, neue Wege zu gehen, vielleicht zu verreisen, also auch neue Erfahrungen zu schaffen, die ihr vorher noch nicht hattet. Und das stärkt dann auch wieder die Gemeinsamkeit. Das ist besser, als eigene Wege zu gehen, denn wenn man sich da trennt und auf Distanz geht, dann kann man dadurch auch auseinanderdriften. Wobei im besten Falle merkt ihr dann vielleicht auch, was ihr aneinander habt und vermisst euren Schatz dann doch. Deswegen, also bevor ihr euch jetzt wirklich trennen wollt, kann eine Trennung auf Zeit auch eine Option sein. Aber besser wäre es, ihr würdet einfach im Gespräch bleiben und würdet Wege finden, euch eurem Partner mitzuteilen, wenn euch die Aufregung ein bisschen fehlt oder wenn ihr euch auch vielleicht ein bisschen allein gelassen fühlt in eurer Partnerschaft, das kann alles passieren. Aber das muss nicht zu einer Trennung führen, sondern das kann letztlich auch dazu führen, dass es tolle neue Impulse gibt und ihr dann gemeinsam eben einen neuen Weg beschreitet. Ne? Ja, also wenn natürlich in eurer Beziehung was im Argen liegt, dann kann Uranus auch die Trennung bringen.
Also das kann man jetzt nicht verleugnen, aber die Chance besteht, dass ihr auch gemeinsam neue Wege findet. Und diesen Aspekt wirkt am direktesten auf diejenigen, die zwischen dem 13. und dem 22. Oktober Geburtstag haben. Auch das Quadrat von Pluto ist da ja mit drin und kann eben Trennungen bringen oder einfach schwierige Situationen. Pluto bringt oft Machtspielchen mit sich, die dann zur Trennung führen. Oder es ergibt sich eine große Belastung, weil jemand, der euch nahe steht, in der Krise ist. Vielleicht auch euer Schatz. Und dann müsst ihr eure Unterstützung anbieten. Und das kann wieder eure persönliche Freiheit stark einschränken. Außerdem, Pluto steht ja im vierten Haus für euch und das bedeutet Familiengeheimnisse, die hochkommen können und auch für emotionale Belastung sorgen können. Diesen Einfluss spüren besonders die Geburtstagskinder vom 8. bis 11. Oktober. Trotzdem, trotz dieser Möglichkeiten, dass es ein bisschen zu Störungen kommt, insgesamt ist es ein tolles Jahr für euch. Und die spannungsreichen Einflüsse können sich auch als aufregende Möglichkeiten für persönliches Wachstum erweisen, wenn sie gut gehandhabt werden. Der Schlüssel ist eine gewisse Reife und die Bereitschaft, sich auf plötzliche Veränderungen einzulassen. Aber das kriegt ihr hin. Und jetzt zu euren wichtigsten Liebeskonstellationen 2017. Und das ist immer dann, wenn die Venus in einem besonders interessanten und günstigen Aspekt zur Waagesonne steht. Und die erste gute Phase mit der Venus beginnt am 3. Februar. Am 3. Februar geht sie nämlich in den Widder und damit in euer Sonnenpartnerhaus. Dort steht auch schon der Mars und dann treffen sich da Venus und Mars bei euch im Partnerhaus. Und das rund um den Valentinstag. Also ich denke mal, da werdet ihr eine wunderschöne Zeit haben. Viele Verehrer, viele Valentinsgrüße, viele Möglichkeiten zu flirten oder aber mit dem festen Partner was besonders Schönes zu erleben oder überrascht zu werden. Oder wenn es soweit ist, vielleicht sogar einen Antrag zu bekommen. Also da ist alles möglich in dieser Zeit. Das ist eine unglaublich prickelnde Phase und die dauert besonders lang und ich werde euch gleich zeigen, warum. Also zunächst mal läuft die Venus ja in euer Partnerhaus rein und dann wird sie am 4. März rückläufig. Und die Rückläufigkeit der Venus ist eine besondere Sache, zumal die Venus ja im Zeichen Waage auch herrscht. Das bringt es zum Beispiel oft mit sich, dass sich Partner aus der Vergangenheit nochmal wieder melden. Also jemand, mit dem ihr vielleicht schon mal zusammen wart oder in den ihr schon mal verliebt wart, kann sich vielleicht wieder melden. Und natürlich bedeutet es auch einfach, dass euch die Venus jetzt in dieser Partnerposition noch länger zur Verfügung steht. Das ist also ganz spannend und es ist auch sehr spannend, denn es beinhaltet die Möglichkeit, alte Beziehungsmuster zu erkennen und zu durchbrechen. Darauf bin ich in meiner kosmischen Schwingung ganz genau eingegangen. Die solltet ihr euch dann nochmal anhören. Dann habe ich jetzt mal für alle erklärt, was das mit der rückläufigen Venus bedeutet. Aber für euch ist es natürlich besonders wichtig, weil sie es auch noch im Partnerhaus abspielt. Also verflossene Liebhaber können in der Zeit wieder auftauchen. Oder ihr begegnet Leuten, die euch daran erinnern, dass ihr vielleicht alte Muster überwinden wolltet. Oder ihr erkennt eben auch, warum ihr mit dieser Person eigentlich, warum das nicht funktioniert hat. Und ihr habt die Chance, was dran zu ändern. So, und die Venus wird dann also rückläufig und bleibt dadurch noch eine ganze Zeit länger in eurem Partnerhaus. Nämlich bis zum 2. April. Dann läuft sie zurück bis ins Zeichen Fische. Ist auch für viele Waagen interessant, die ja auch Planeten in der Jungfrau haben. Da habt ihr dann immer noch eine Venus-Opposition. Aber rein für die Waage ist dann wieder interessant ab dem 28. April, denn dann läuft sie wieder zurück in euer Partnerhaus und bleibt dann dort bis zum 5. Juni. Also insgesamt habt ihr also eine Venus-Phase, kann man sagen, von Anfang Februar bis Anfang Juni. Also wenn das nichts ist, das ist doch eine gute Nachricht. Also das Thema Liebe und Beziehungen ist ganz, ganz, ganz groß geschrieben für euch 2017 und da werdet ihr mit Sicherheit einige sehr heiße Erlebnisse haben, vielen Leuten den Kopf verdrehen und euch dann am Ende vielleicht hoffentlich doch für jemanden entscheiden oder für etwas, also für ein Beziehungsmodell, für etwas, womit ihr leben wollt und wo ihr zu steht, entscheiden können. Genau, dann, was haben wir noch für schöne Venusphasen? Die nächste günstige Venusphase beginnt im Juli und zwar vom 5. bis 31. Juli und da geht die Venus durch das Zeichen Zwillinge und damit in einem sehr schönen Trigonaspekt zur Waagesonne, bildet dann auch einen super Aspekt zu Jupiter, also das ist eine sehr schöne Zeit und für euch im 9. Haus, das bedeutet Reisen stehen unter guten Sternen, also wenn ihr in der Zeit verreist, könnt ihr jemanden
könnt ihr euch in jemanden verlieben, Urlaubsflirts oder vielleicht fallt ihr in Liebe. Ich wollte wie im Englischen, fall in love, genau. Also vielleicht verliebt ihr euch auch in jemanden aus einem fremden Kulturkreis, aus dem Ausland oder im Ausland. Oder auch bei einer Fortbildung, wenn ihr was dazulernt. Venus in den Zwillingen betont ja auch das Thema Sprachen und Fremdsprachen. Also das ist eine super Phase und die geht, wie gesagt, bis zum 31. Juli, fällt damit auch noch in die Urlaubszeit. Das ist doch ziemlich genial. So, dann gibt es noch eine schöne Venusphase von euch, wenn die Venus nämlich in den Löwen geht, vom 26. August bis 31., nee, bis 19. September wird sie euch dann im Löwen zur Verfügung stehen, im Haus der Freundschaft, bildet da auch lauter schöne Aspekte zur Waagesonne und lässt euer ganzes Freundschaftsleben und euren Freundeskreis blühen und gedeihen. Und da könnt ihr euch super einbringen oder vielleicht auch durch eure Freunde jemand Neues kennenlernen. Das ist also auch eine sehr, sehr schöne Phase. Da geht sie auch mit dem Mondknoten zusammen in der Zeit. Das ist auch nochmal eine tolle Möglichkeit, um sich zu verlieben. Also wenn ihr euch nicht verliebt nächstes Jahr, dann weiß ich es auch nicht. Okay, und dann haben wir noch eine schöne Venus dann, wenn sie natürlich dann in die Waage läuft. Am 14.10. läuft die Venus in euer Zeichen, wo sie natürlich auch ganz super steht und sich ganz toll entfalten kann. Euren Charme und eure Ausstrahlung nochmal verstärkt. Und auch da werdet ihr sicherlich wieder viele Verehrer anziehen und sehr schöne Liebesmomente erleben. Das ist also auch ganz wunderbar. Und diese Phase dauert dann bis zum 7. November. Und dann gibt es noch eine schöne Venusphase vom 1. bis 24. November. Da geht mich dann die Venus in den Schützen und bildet da auch nochmal einen super Aspekt zur Waagesonne. Das ist ein schöner Aspekt für Liebesgeflüster, für alles, was übers Wort, über die Kommunikation, süße Nachrichten, Internet, Dating, solche Sachen sind da besonders begünstigt. Und diese Phase geht bis Weihnachten vom 1. bis 24. Dezember. Das wird euch gefallen in der Vorweihnachtszeit. Ja, meine Lieben, soweit also die wichtigsten Aspekte für euch im neuen Jahr. Natürlich erfahrt ihr dann Näheres auch jeweils in den Monatshoroskopen, aber jetzt habt ihr so ungefähr euren Erlebnishintergrund, welche Aspekte besonders stark 2017 für euch wirken und eben die wichtige Rückläufigkeitsphase der Venus. Und ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, dass es eine Verlosung gibt. Ich verlose nämlich unter allen meinen Abonnenten des YouTube-Kanals ein Jahreshoroskop. Deswegen, wenn ihr noch nicht abonniert habt, einfach auf Abonnieren klicken, dann seid ihr dabei, wenn es um die Verlosung geht. Also 45 Minuten persönliches Gespräch mit mir in einem Jahreshoroskop für alle, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Also nicht für alle, aber unter allen Leuten, die abonniert haben, verlose ich dieses Jahreshoroskop. Natürlich könnt ihr ein Jahreshoroskop auch einfach so bei mir buchen. Die Kundentelefonnummer steht unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mich anrufen, einen Termin vereinbaren. Ihr könnt ein Liebeshoroskop bestellen, ein Partnervergleichshoroskop, eben ein Horoskop für euch. Auch schriftliche Horoskope habe ich im Angebot. Und jetzt neu, ich habe jetzt eine Hotline. Die habe ich extra eingerichtet für Leute, die spontan mit mir sprechen wollen. Da ruft ihr mich bitte auf dem Kundentelefon an, also ganz normaler Festnetztarif, und vereinbart dann kurzfristig mit mir einen Termin und dann gebe ich euch die Hotline-Nummer. Und dann wird das einfach übers Telefon abgerechnet. Also für alle, die jetzt nicht lange sich das überlegen wollen oder vielleicht nur 10 Minuten mal eine kurze Frage haben. Ja, dann gibt es natürlich auch Antonias Sterne, mein Webinar. Da könnt ihr auch alle 2 Wochen mitmachen und Fragen stellen. Also ihr habt genug Gelegenheiten, mit mir in Kontakt zu kommen und meinen Service in Anspruch zu nehmen. Ja, meine lieben Waagen und auch Waage-Aszendenten, für die ja dann Jupiter im ersten Haus steht und auch dann in absehbarer Zeit ins Geldhaus wandert. Ne? Genießt die schönen Konstellationen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß im neuen Jahr, wenn ihr auch die kleinen Hinweise beachtet, die ich euch genannt habe. Und guckt euch auf jeden Fall die kosmische Schwingung an, falls noch nicht geschehen, wo ich nochmal genau auf diese Geschichte mit den Liebesmustern eingehe, die dieses Jahr so wichtig werden. Damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.